Der Stein von Scone ist ein großer Block aus rotem Sandstein, welcher sich heute im Schloss von Edinburgh, Schottland, befindet. Obwohl nur sehr wenig über diesen Stein bekannt ist, wird er sehr geschätzt, weil er der Legende nach demjenigen, der ihn besitzt, magische Kräfte verleiht. Er ist auch unter den Namen Stein des Schicksals, Lyrefell oder Krönungsstein bekannt, weil er im Mittelalter von den schottischen Herrschern für ihre Krönungsrituale verwendet wurde. Ende des 13. Jahrhunderts plünderte König Edward I. von England die Abtei von Scone und nahm den Stein des Schicksals als Kriegsbeute mit nach London und übergab ihn an die Westminster Abbey mit der Absicht, ihn bei den Krönungszeremonien der englischen Könige einzusetzen. Er ließ den Stein unter dem Königsthron einbauen. Seither ist er als St. Edward's Chair bekannt. Von da an saßen alle britischen Könige während ihrer Krönungszeremonien auf ihm, mit Ausnahme von Maria II. Von England. Es gibt jedoch auch andere Legenden, die besagen, dass Edward I. es nicht schaffte, den echten Stein mitzunehmen, weil die Mönche der Abtei Scone ihn versteckten und den englischen König getäuscht haben, indem sie ihm eine Kopie des Steins gegeben hatten. Eine Kopie ohne jegliche magische Fähigkeiten. Aber was ist der Ursprung des Steins? Warum ist er so begehrt? Nach den Legenden, die sowohl im Königreich Schottland als auch in England erwähnt werden, ist er derselbe Stein, der in der Bibel erwähnt wird, auf welchem Jakob geschlafen hatte. Im 1. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 10 bis 18 können wir lesen, dass Jakob, als er nach der Konfrontation mit seinem Bruder Esau floh. Jakob kam an einen Ort, da blieb er über Nacht, und er nahm einen Stein des Ortes und legte ihn an sein Kopfende und legte sich schlafen. Er träumte von einer Leiter, die auf der Erde stand und ihre Spitze den Himmel berührte, und sah die Engel Gottes darauf und niedersteigen. Und er sah, dass der Herr stand oben drauf und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, in dem du liegst, gebe ich dir und dein Nachkommen. Jakob erwachte aus seinem Traum und sagte: Der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht, und fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist dieser Ort, hier ist nichts anders als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am frühen Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinem Häupten gelegt hatte, und richtete ihm auf einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Angeblich kam der Stein, auf dem Jakob zu schlafen pflegte, nach Schottland, wo er viele Jahre lang von den Mönchen der Abtei von Scone bewacht wurde, bis König Edward ihn 1296 entwendete und nach London trug. Der Stein des Schicksals befand sich bis 1996 in der Westminster Abbey, bis die britische Regierung beschloss, ihn nach Schottland zurückzugeben, jedoch unter der Bedingung, dass er für zukünftige Krönungen nach London zurückgebracht werden würde. So reiste der Stein des Schicksals, stets bewacht vom Militär, von London zum Schloss Edinburgh, wo er sich heute noch befindet, zusammen mit den Juwelen der schottischen Krone. Ob es sich wirklich um Jakobs Stein oder eine Fälschung handelt, ist schwer zu sagen, vielleicht werden wir es nie erfahren. Aber es besteht kein Zweifel, dass nur wenige Steine von so hohem Wert waren.